Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir melden uns hier aus dem Ewert in Baden-Baden zu unserer Sendung Menschen der Woche, die heute vielleicht etwas anders aussieht, als wir sie uns noch in der vergangenen Woche gewünscht haben. Wir haben alle einen der schrecklichsten Terroranschläge in der Geschichte der Menschheit erlebt. Seither sind wir verunsichert, wir haben Angst, wir wissen nicht, damit umzugehen. Ich habe mir erlaubt, heute Abend journalistische Kompetenz einzuladen. Und wir möchten genau über diese Themen einmal mit Ihnen nachdenken. Ich begrüße bei mir Dr. Thomas Reimer, den Chefreporter des Südwestrundfunks. Ich begrüße Dr. Peter Scholl-Latour und last but not least Friedrich Nowotny. Wo waren Sie heute vor einer Woche? In New York. Und Sie waren noch auf dem Turm, als er stand? 107. Stock, eine wunderschöne Bar mit herrlicher Aussicht, Blick ins weite Land, eindrucksvoll, überlaufen, überhaupt nicht kontrolliert, ein Spezialfahrstuhl, der Sie in wenigen Minuten in den 107. Stock bringt, alles wie im tiefsten Frieden, viele Menschen unterwegs, wenn man von oben runterschaut auf die Menschen, sind sie ganz klein wie Ameisen. Und wenn man dann wieder rausgeht und die Normalität sucht, man findet sie in diesem Haus auf jedem Zentimeter, auf jedem Quadratzentimeter. Und diese kleinen Menschen wie die Ameisen, die sind jetzt verwirrt auf der ganzen Welt und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Wann haben Sie von dem Anschlag erfahren? Wo? Und was waren Ihre ersten Gedanken? Ich war zu Hause und las meinen Stapel Zeitung. Da rief ein Freund, mit dem ich in New York war, an. Und er sagt, schalte CNN ein und du wirst es nicht für möglich halten. Ich schalte CNN ein und sehe gerade, als das zweite Flugzeug in den Turm raste. Ich wollte das nicht glauben. Es war ja wie ein Science-Fiction-Film. Das gab es ja alles schon mal als Science-Fiction. Science-Fiction wurde Wirklichkeit und hat uns erschüttert, aus der Bahn geworfen, hat eine Pause in dem allgemeinen Durcheinander dieser aufgeregten Gesellschaft geschaffen, die noch partiell anhält und deren Ende noch nicht abzusehen ist. Das war ja erst der Auftakt für eine völlig neue Entwicklung, die die einen Krieg des 21. Jahrhunderts nennen, bei denen den anderen nur der Begriff Feldzug zur Rache, zur Wiedergutmachung an diesem schrecklichen terroristischen Anschlag einfällt. Es wird eine komplizierte Zeit, die wir vor uns haben. Und was sagen Sie dazu? Haben Sie dem Ganzen auch schon eine persönliche Überschrift gegeben? Wissen Sie, im Augenblick ist die Zeit voller flacher Formulierungen. Sie können die Zeitungen bergauf und bergab lesen. Sie können sie kreuzen, Sie können sie quer lesen. Was da an Weisheiten produziert wird, ist sehr eindrucksvoll. Es gibt auch große Nachdenklichkeit. Und ich finde, Nachdenklichkeit ist angesagt. Wir müssen nachdenken, ob das, was wir uns in den letzten 50 Jahren angewöhnt haben, was der Lebensstil unserer Zeit ist, ob das ausreicht, um die Probleme des Wohlstandes und die Probleme der Armut in dieser Welt in einer Klammer zu vereinen. Ich glaube, das geht nicht. Jedenfalls nicht mehr. Denn auch dieser terroristische Anschlag kommt offenbar aus Kreisen, die an dem Wohlstand der westlichen Welt vieles auszusetzen haben, die ihn wütend betrachten und bewerten und die falschen Schlüsse daraus ziehen. Also ich weiß nicht, wie wir die Lebensgewohnheiten der Vergangenheit in die Zukunft rüber retten können. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Mich überrascht es ein bisschen, dass viele sagen, dass man damit überhaupt nicht gerechnet hat. Das ist ja nicht wahr. Es gab ja schon seit vielen Jahren immer wieder die Drohungen. Es gab immer wieder die Drohungen gegen Amerika. Also eigentlich musste man doch damit rechnen, dass irgendwann mal etwas ganz Schlimmes passiert. War das bei uns Augenwischerei? Können Sie damit rechnen, dass eine Gruppe von, sagen wir mal, 19, haben Sie jetzt nachgezählt, die Geheimdienste Männern, mit großer Entschlossenheit sich langjährig ausbilden lassen, auch in Deutschland, wie man weiß, auch in den Vereinigten Staaten. Sie haben Studien abgeschlossen in Deutschland. Sie haben in Amerika Flugstunden genommen, Flugunterricht genommen. Es ist nicht so einfach,
ein solches Flugzeug zu fliegen, wie wir inzwischen alle wissen, sind ja alle Experten auf allen möglichen Gebieten geworden. Können Sie sich vorstellen, dass eine solche Handvoll aus dem Nichts kommt und sagt, also morgen um 9.30 Uhr machen wir das, was wir uns schon immer ausgedacht haben, nach dem Muster des Films Independent Day oder wie der Spielwerk Schinken hieß. Genauso machen wir das, wir kapern 4 Flugzeuge und dann erledigen wir das in einem Arbeitsgang. Das ist ein sehr komplizierter Vorgang, der sehr viel personellen Aufwand erforderlich macht, sehr viel technisches Wissen voraussetzt und Gewaltbereitschaft und Todesbereitschaft zum Inhalt hat. Fanatismus, der mit Glauben nichts zu tun hat. Sie formulieren das sicher richtig. Dazu fehlt mir die Vorstellungsmöglichkeit. Aber mir fehlt auch die Vorstellung, dass das alles bei einem Geheimdienst total vorbeigelaufen ist. Das kann ich heute nicht mehr verstehen. Man erzählt immer, der Urvater all dieser Dinge soll ja Bin Laden sein. Keiner kann es beweisen, alle behaupten es. Da liest man unentwegt und hört von den Experten, der hat nun ein Satellitentelefon und mit diesem Satellitentelefon telefoniert in der ganzen Welt rum. Und die amerikanischen Geheimdienste hören das natürlich ab, lese ich immer wieder. Ja, hatten die Wachs in den Ohren oder hatten sie diese Stopfen, die man sich in New York am besten in die Ohren steckt, weil es so laut ist in dieser Stadt, dass man nicht schlafen kann da drin? Was hatten die denn? Wo waren die denn mit ihren Abhörgeräten, die sie überall in der Welt stationiert haben? Die Geheimdienste waren ahnungslos. Und trotzdem heißt es, im Internet war nachzulesen, dass ein großer Angriff bevorstehe. Er wurde ignoriert. Sind wir so abgebrüht oder sind die Geheimdienste so abgebrüht, dass ihnen die Vorstellungskraft fehlte, dass das, was projiziert worden ist, Wirklichkeit werden könnte? Haben sie geschlafen oder nicht geschlafen? Hat die Verhaftung der Terroristen im letzten Winter nicht ausgereicht, die in Straßburg eine größere Operation geplant hatten, um die Geheimdienste wach werden zu lassen, in dem Bewusstsein, was die geplant haben, wäre schlimm genug gewesen. Sie wollten hier in der Nachbarschaft in Straßburg tätig werden. Hat man das alles nicht realisiert oder hat man sich einfach darauf verlassen, dass die technischen Ausrüstungen, vor allen Dingen des amerikanischen Geheimdienstes, so perfekt sind, dass eigentlich nichts passieren kann auf dieser Welt? Sie haben gesehen, der technische Perfektionismus garantiert überhaupt nichts. Ich möchte ganz gerne jetzt, weil wir die Möglichkeit haben, mal nach New York schalten. Wir haben dort eine Verbindung zu Thomas Nehls. Thomas Nehls ist der ARD-Hörfunk-Kommentator in Amerika gewesen und ist sozusagen über Nacht in die Rolle des Fernsehkommentators gesprungen. Herr Nehls, können Sie mich hören? Ich höre Sie gut. Herr Nehls, wir sitzen hier im E-Werk in Baden-Baden. Eine große versammelte Mannschaft von Journalisten und Kollegen von Ihnen. Ich glaube, keiner von denen beneidet Sie im Moment um Ihren Job. Sie müssen rund um die Uhr arbeiten. Bei Ihnen ist erst der halbe Tag heute vergangen, bei uns bald der ganze. Was gibt es im Moment Neues, Aktuelles aus New York? Leider Stagnation, Herr Elsner, leider schon seit 2, 3 Tagen. Es werden keine Überlebenden geborgen, obwohl nach ihnen gesucht wird. Das Wetter ist doch besser geworden, die Sonne scheint, es regnet nicht mehr so wie gestern noch, es stürmt auch nicht mehr. Die etwa 1000 Rettungssanitäter und Bergungsarbeiter je Schicht sind fieberhaft bemüht, vorzudringen in diesen 470.000 Tonnen großen Haufen aus Schutt, aus Geröll, aus Stahl. Und das ist sehr, sehr schwer, weil er eben auf engstem Raum angehäuft ist. Deshalb geht es nicht so voran wie etwa bei Bergungsarbeiten nach Erdbeben. Sie sind also bemüht, ja, Überlebende, es wird hier das Prinzip Hoffnung nahezu stündlich beschworen, nach Überlebenden zu suchen. Sie bergen allenfalls Tote, Überlebende. Es ist eine Gesamtzahl ausgegeben, noch vor einer Stunde, von insgesamt 5, eine bescheidene Zahl gemessen an den etwa 5000 Vermissten, von denen man mehr und mehr annehmen muss, dass alle gestorben sein dürften. Und auch die Toten werden kaum geborgen, weil es schwer ist, sie aus diesem Geröll, aus diesem Schutthaufen herauszuziehen. Ansonsten
ist das Gebiet südlich der 14. Straße, also im Süden von Manhattan, nach wie vor abgeriegelt. Nicht mehr so hermetisch wie in den ersten Tagen, als das Inferno begann. Im nördlichen Teil von Manhattan beginnt sich das Leben, ich sage jetzt nicht zu normalisieren, aber beginnt sich das Leben wieder zu regen. Auf den Straßen sieht man Autos und Menschen, in den Restaurants auch. Hier wird sogar das eine oder andere Theater wieder bespielt, was nicht etwa Geschmacklosigkeit signalisiert, sondern den Willen, sich auch gegen die Ohnmacht, gegen die Trauer, gegen die Wut zu stemmen und einigermaßen, naja, auch aus patriotischen, nationalen bis nationalistischen Motiven heraus der Welt zu zeigen, dass man selbst ein solches Inferno versucht zu überleben und versucht, dort hindurchzukommen und zum Alltag zurückzukehren. Wann das erreicht sein wird, ein dickes Fragezeichen. Aber das ist meine Frage jetzt, Herr Nils. Sie haben ja von Anfang an waren Sie der Augenzeuge, der uns darüber berichtet hat. Glauben Sie denn, dass es überhaupt demnächst mal wieder passieren kann, dass New York zu einem Alltag übergeht? Demnächst sicherlich nicht. Es wird sicherlich Jahre brauchen, Herr Elstner. Selbst wenn dieses Welthandelszentrum, der Eigner hat gesagt, es solle so kommen, wieder errichtet sein wird. Und der amtierende Bürgermeister Rudolf Giuliani, der noch 2-3 Monate amtiert, dann wird ein neuer gewählt. Der hat auch bereits, wenn Sie das so gestatten, Geld locker zu machen versucht, um auch diese Wiederaufbaumaßnahmen zu unterstützen. Aber was ist das? Das ist der Versuch, materiell und visuell das wiederherzustellen, was zerstört wurde innerhalb von 90 Minuten. Aber das Gefühl eben verletzt worden zu sein, wie in der ganzen Nachkriegszeit noch nicht und wie eigentlich auch nicht während des Krieges. Es wird dieses Inferno verglichen mit Pearl Harbor, also dem japanischen Überfall auf den Kriegshafen. Auch dieser Vergleich hinkt, auch dieser Vergleich, mindestens was die Zahl der Toten, was die Zahl der Verletzten, auch was das Ausmaß der materiellen Schäden ausgeht, hält eigentlich das, was wir in den letzten Tagen hier erleben mussten, nicht stand und hält es nicht aus. Es wird lange, lange dauern, wenn es überhaupt je wieder gelingt, dieses Gefühl, auch dieses stolze Gefühl, Hauptstadt der Welt zu sein in vielerlei Beziehung, das wieder zu beleben. Sie werden von den verschiedenen Redaktionen ja laufend angesprochen. Gibt's was Neues? Hast du eine neue Meldung? Gib uns etwas. Dann sind Sie ja manchmal auch unter einem fürchterlichen Leistungsdruck, denn Sie müssen ja etwas mitteilen. Wer hilft Ihnen eigentlich dabei? Wie sieht Ihre tägliche Arbeit im Moment aus? Schlafen Sie überhaupt noch? Nun sind wir hier zu mehreren Kollegen. Es ist zunächst einmal der Kollege Carsten Fick vom Norddeutschen Rundfunk auch hier. Es ist Wolfgang Kappust aus Köln vom Westdeutschen Rundfunk entsandt worden. Übrigens eine Verstärkungsprozedur, die noch unter meinem alten Intendanten Friedrich Nowotny eingeläutet wurde. Also da funktioniert die ARD schon ganz gut. Wir haben hier Ortskräfte, wir haben Producerinnen und, wo Sie mich im Moment antreffen, da ist auch das Fernsehen untergebracht. Also reicht sich da nicht nur tatsächlich manchmal die Hände, sondern auch symbolisch, arbeitet Hand in Hand, tauscht die Informationen aus, unterstützt sich auch mit dem Originären und mit dem Informationsmaterial aus zweiter Hand. Das klappt schon. Heute Morgen sind ca. 15.000 Menschen aus Deutschland Richtung Vereinigte Staaten abgeflogen. Weiß man in der Zwischenzeit schon, ob es da zu normalem Flugverkehr wieder kommt? Kann man bald wieder hin und her fliegen? Zu jeder Stunde sind normalerweise 200 Maschinen über dem Atlantik, so wie das früher war. Also das dürfte von übermorgen an, Herr Elstner, etwa wieder so sein. Immer noch einschränkend, denn wir müssen uns einfach vor Augen führen, hier treffen im Moment seit Dienstag pro Tag 100 Bombendrohungen ein, die von der Polizei geprüft werden müssen. Allein das Empire State Building, ein anderes Wahrzeichen, war betroffen und musste jeweils evakuiert und teilweise geräumt werden von einem knappen Dutzend Bombendrohungen. Andere richteten sich gegen die 3 für New York zuständigen Flughäfen, ihr Stichwort von eben. Andere wiederum betreffen U-Bahnen und andere Stellen im Stadtgebiet. Normalerweise gibt es auch Bombendrohungen. Eine solche kriminelle Energie wird auch in Friedenszeiten, denn im Moment befindet man sich hier doch so ein bisschen in der Kriegsstimmung,
auch in Friedenszeiten registriert. Da sind es aber 7, wie wir noch vor 2 Stunden vom Polizeipräsidenten erfuhren. Also zurück zu Ihrer Frage, wann wieder normaler Flugverkehr? Ich weiß es nicht. Die Flughäfen sind im Moment geöffnet, aber noch nicht für sämtliche transatlantischen Flüge und die von anderen Kontinenten. Es kommen Menschen an, aber es kommen kaum Menschen raus, weil die Maschinen natürlich überbucht sind. Hier sind doch allein mehrere hundert, auch deutsche Touristinnen und Touristen, gestrandet. Die müssen jetzt länger in ihren Hotels bleiben. Das kostet natürlich auch Geld. Aber was sind das für Nachteile gegenüber dem Szenario, das wir dort unten im südlichen Manhattan seit Dienstagmorgen 8.42 Uhr zu registrieren haben, wo etwa 5.000 Menschen, die offiziell als vermisst gelten, begraben liegen dürften. Herr Nils, eine letzte Frage. Die Menschen fliehen aus Afghanistan, weil sie vor einem Vergeltungsschlag Angst haben. Die Menschen in Amerika höchstwahrscheinlich werden Angst haben, dass es vielleicht noch weitergeht. Haben Sie selber Angst? Ich habe keine Angst, aber gewisse Befürchtungen schon, weil man vor, Sie sind ja gerade schon ein bisschen beschrieben worden, diesen Fanatikern, diesen, naja, durchaus intelligenten Menschen, wenn wir an denjenigen denken, der in Bochum studiert haben soll, obendrein ein netter Mensch gewesen sein soll, wenn wir uns da vorstellen, welch eine Energie sich zusammenbraut aus fehlgeleiteten, natürlich fehlgeleiteten Gründen, dann muss man einfach, und nicht nur hier in New York, davon ausgehen, dass das nicht der letzte Schlag oder nicht der letzte Versuch eines Schlages gewesen sein dürfte. Hoffentlich kann ich da nur als eine Art Stoßgebet, wohin auch immer gerichtet, sagen, werden künftige Versuche vereitelt, weil Nachrichtendienste besser arbeiten. Es muss ja nun nicht gleich die große Vergeltung ausgerufen werden. Da läuft mir so ein kleiner Schauer über den Rücken hier in den Vereinigten Staaten, wenn ich auch beispielsweise sehe, was Kolleginnen und Kollegen fabrizieren. Ich darf mal die Daily News, eine hier erscheinende Zeitung, hochhalten. Sehr heroisch, wie da bei seinem gestrigen Besuch Präsident Bush das Fähnchen schwingt und eigentlich eher lobend auf die Arbeit der Bergungstrupps eingeht und nicht so sehr auf die Zukunft, erst recht nicht versucht, das Ganze politisch zu erklären. Und die New York Post, die macht das nicht viel anders. Da wird also schon beschworen, der amerikanische Stolz, der amerikanische Patriotismus. Es wird mobilisiert, 50.000 Soldaten sind als Reservisten in Alarmbereitschaft versetzt worden. Es sind Flugzeugträger auf dem Weg, um Wache zu halten. Das sind natürlich äußere Zeichen, Signale der Stärke. Das mag gut sein für die hiesige Bevölkerung, vielleicht auch für den Rest der Welt. Aber es lässt auch gleichermaßen wie andere Anschläge eine weitere Eskalation befürchten. Und beides ist fatal. Herr Nils, herzlichen Dank für den Bericht. Ich möchte Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde ganz herzlich grüßen und wünsche Ihnen alles Gute. Danke sehr.